sich niederlassen. Die Schüsse haben endlich aufgehört. Das kann nur bedeuten, dass Lonnie und Crystal entweder die letzten Ghule erledigt haben oder gerade jemandem als Mahlzeit dienen. Aber Lexington ist jetzt gesichert und ich kann mich endlich an die Arbeit machen. Also schon ein wenig melodramatisch, aber kann überfragt. Nichts funktioniert. Die alte Frau hat früher Chat geschnupft, ein paar Pillen geschluckt und dann ging das Gerede los. Eine Vision nach der anderen. Und alle haben sich als wahr erwiesen. Die Raider, die die Stadt niederbrennen, die Eltern töten, die Kinder stehlen. Mich stehlen. Ich erinnere mich an den Blick in ihren Augen, als sie mein Schicksal sah. Kind, du wirst ein Monster werden. Stimmt alles. Wenn ich diese Art von Macht hätte, diese Hellsicht, das Commonwealth, die anderen Banden, niemand hätte eine Chance. Aber nichts funktioniert. Vielleicht muss ich die Dosis erhöhen. Ich brauche noch eine Ladung. So ein kleiner Chunky. Subjekte. Es sind nicht die Gems. Sie sind nur die Auslöser für die Hellsicht. Ich bin's. Ich bin das Problem. Ich wünschte, ich hätte es bemerkt, bevor meine Arme wie Nadelkissen aussehen. Aber zumindest ist es eine neue Spur. Ich brauche Subjekte. Die Experimente gehen weiter. Immer noch keine Erfolge, aber das Gerücht über kostenlose Gems hat viele neue Rekruten angelockt. Unsere Ränge sind fast wieder so voll wie vor unserer Plünderung von Lexington. Lonnie denkt, dass es Zeitverschwendung ist und wir lieber unsere Zeit nutzen sollten, um Verteidigungsanlagen zu errichten. Aber Lonnie trifft hier nicht die Entscheidung, sondern ich. Sie scheint ihre neue Position allerdings zu genießen. Vielleicht verursacht eine weitere Dosis Psycho neue Visionen bei ihr. Sie ist hier. Crystal sagt, dass eine Karawane in diese Richtung gezogen ist. So ein Scherzkeks mit Cowboy-Hut und Lasermuskete. Drei Zivilisten und eine gebrechliche alte Frau, die wie eine Wahrsagerin gekleidet ist. Ja, die kennen wir doch, oder? Das ist sie. Ich weiß, dass sie es ist. Ich habe Crystal losgeschickt, damit er sie sich schnappt. Wird sie mich erkennen? Aber natürlich. Schließlich hat sie das alles kommen sehen. So ein kleiner Fanatiker. Scheinwerfersteuerung, Turmsteuerung, das ist eigentlich alles egal. Haben wir alle schon ausgeschalten. So, da haben wir alles gesammelt. Hier aber wohl noch nicht. So, dann schauen wir mal, wo die Gegner hier waren. Die müssen ja hier hinten irgendwo rumjumpen. So, da habe ich ein paar Leuten den Kopf weggeblasen. Ja, da hinten dann wohl nicht mehr. So, ich würde aber gern hier noch ein bisschen erkunden. Wir haben noch einige Teile von diesem Komplex noch nicht gesehen. Und ich muss auf jeden Fall noch Zeug sammeln. Der Fahrstuhl bringt uns ja auch nur nach oben. Da haben wir noch einen Plastikkürbis. Eine Wirbelsäule haben wir hier drin. Okay. Lauter Flaschen. Kaugummi. Was? Einkaufskorb? Ah, ja. Hier hin. Wo ist eigentlich Hundi? Habe ich den jetzt vergessen? Habe ich jetzt ohne Scheiß Hundi vergessen? Scheiße. Ist irgendwo noch jemand?
Scheiße, wo habe ich Hundi abgestellt? Warum habe ich ja nicht alles mitgenommen? Oh Gott, werde ich ihn jemals wiederfinden? Ich war doch, glaube ich... War da nicht eben noch ein Feuerlöscher? Rad... Ah, die kann man auch einsammeln. Sehr schön. Ich war doch... Ich war doch hier hinten. Als ich ihm... Das zu... Ja, da ist er doch. Ich auch. Ich auch. Ach, wie er da sitzen gewartet hat. Oh je. Komm schon. So. Wo sind die? War ich hier schon drin? Das ist nur der Fahrstuhl. Den möchte ich. Scheiße. Überladen. Da gibt es noch so viel, was ich mitnehmen möchte. Shit. Ich wollte doch noch hier ein bisschen erkunden und... Ja, das wird im Spielverlauf wohl... noch öfters passieren. Ich hier schon, sieht so aus. Ist das hier der Anfang gewesen? Na gut, ich werde mal... Na, hier darf ich nichts reinlegen. Nehme ich da diese blaue Kiste. So. Da ist noch einer. Verstecken sich. Komm schon. Brauchst dich nicht verstecken, ist bald alles vorbei. Für euch, meine Liebe. So. Hier lege ich mal mein Zeug rein. Zuerst mal den ganzen Schrott. Das macht schon einiges aus, auf jeden Fall. So, Waffen. Impro-Gewehr, das da. Die behalte ich mal. Das kann noch weg. Davon haben wir auch mehrere Sachen. Gut, das kann weg. So. Das kann komplett weg. Das. Oh, Stromgasmaske, die ist gut. Das kann weg. Lederrüstung, rechter Arm. Da wird nicht angezeigt, dass sie besser ist oder schlechter ist. Eventuell habe ich da dann gar keine an. Gut, jetzt muss ich ganz kurz mal das aufschreiben. Undecided von Ella Fitzgerald. Dann hole ich es nämlich. Hole ich das alles offscreen. So.
Und nun, gut, das Zeug vom Hundi lasse ich mal. Ich denke nicht, dass ich jetzt noch so viel zusammenkrieg. Fallons Keller. Die neueste Mode für Diamond City seit mehr als 10 Jahren. Komm schon. Worry, worry, Scheiße. Worry. Das, ich meine, das Lied von der Three Suns und das wollte ich spielen, ist nicht das? Also, jetzt meine ich. Da ist ein Geschützturm. Krieg ich denn von hier? Nein. Ach, ich will doch gar keine Granate werfen. Ah, ich schieß nur gegen den Stein. Das Ding hier wäre abgeschlossen gewesen. Das sind ja doch noch so viele. Tja. Das Verstecken hat ja nichts gebracht, Kleine. Schädel. Was zum Geier haben die hier gemacht, ey? Schon ein bisschen makaber, wenn man die ausziehen kann, die Damen. Hundi. Komm, lass mich durch. Was? 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 Ghule, die gibt's hier auch noch. Was es hier drin nicht alles gibt. Warum die Ghule die Raider nicht angegriffen? So, haben wir das hier clear? Hier war man, glaube ich, noch nicht. Was? Okay, ist auf jeden Fall da drüben. Muss ich hier dann durch? Kommt ganz drauf an. Lebe wohl. Bäm. Scheiße, Mann. Schon ein bisschen krass. Von da komme ich hier. Ja.
alles wieder mitnehmen hier. Was zum... Was zum Teufel war das? Noch mehr! Hast du das gehört? Wie viele sind da, ey? Jemand da? Nur ein Geräusch, nur ein Geräusch. Genau, nur ein Geräusch. Nichts weiter. Ist der scheißen? Eine Kamera auf dem Klo. Hey, Hundi. Commonwealth. Da geht's wieder raus. Aus. Irgendwo. Muss doch da noch einer sein. Das ist unsere blaue Kiste. Da oben waren wir schon. Hier drin waren wir auch schon. Hier muss noch irgendwo was sein, wo ich noch nicht war. Sieht alles so neu aus. Hier war ich wohl noch nicht. Ja. Nein. Geschafft. Psycho. Das war Bob Crosby, ein gutes Lied, stimmt? Eine Nachricht oder mehrere von unseren Sponsoren. Die koloniale Kneipe möchte euch darauf aufmerksam machen, dass okay, nicht jeder dort kämpft willkommen gegen ist. Bule. Nur Bewohner der Upper Stands. Also ich meine, okay, es heißt 60 Minute Man. Psst, Butler, schnapp dir was Nützliches, schnapp dir was Gutes. Okay, egal. Schon. Nein, nicht das Wasser trinken. Lonnie's Terminal. Lexington. Lexington gehört uns. Verflucht, ja. Wir haben den Ghoul-Schwarm ausradiert, ohne jemanden zu verlieren. Jared hat uns vorerst in der großen Autofabrik Posten beziehen lassen.
Apartment. Wir sind heute wieder durch die Stadt gezogen. Crystal und ich haben jeweils mit einem Team einige Google-Nachzügler aus einem Apartmentblock getrieben. Habe bereits einen Blick auf ein schönes Apartment ganz oben im Gebäude geworfen. Wollte schon länger eine Wohnung mit Aussicht haben. Ich brauche noch einen Geschützturm. Ich habe Jared um ein weiteres Geschütz hier unten gebeten. Er sagt, dass er sich darum kümmern wird. Aber ich weiß nicht, ob er mich nur weggeschickt hat, damit er weiter mit seinen Champs spielen kann. Wir brauchen noch ein Geschütz. Dieser Zugang durch die Rohre nach Lexington war bisher großartig für uns. Aber wenn wir ihn nicht richtig verteidigen können, ist das eine Einladung für alle, die rein wollen. Saufgelage. Crystal und die Jungs haben uns fast den Tod gebracht, als sie neulich hier unten gesoffen und dabei alle möglichen Geräusche gemacht haben. Ein paar Ghule wollten die Party nicht verpassen und sind durch ein Rohr reingekommen. Zum Glück vertragen die Jungs einiges und konnten trotzdem noch gerade schießen. Jared. Haben unser anderes Geschütz immer noch nicht hier runterbekommen. Jared muss endlich seinen Arsch hochkriegen. Er hat viel zu viel Zeit und Kronkorken dafür verschwendet, um an der Sache mit seiner Hellsicht herumzudoktern. Wenn wir eigentlich diesen Ort sichern sollten. Ich werde mit ihm reden. Crystal sagt, dass er nur wütend auf mich wird, aber jemand muss ihn zur Vernunft bringen. Nicht abreißen. Ah! Das wär's. Sehr schön, sehr schön. So, mal wieder schnell speichern. Lagune. Das wird ja immer komplexer hier, ey. Das ist ein Ausgang, okay. Geht's nicht weiter. Gut. Dann haben wir das hier auch schon mal geklärt. Was sagt denn unser Inventar? Es sagt mächtig voll. So. Kommen wir von da und davon? Ne, müssen wir hier lang. Danke, Hundi. Hier war ich aber auch schon mal. Da ist auch gelootet. Ah, unsere kleine Freundin. Hier müsste doch dann unsere Kiste wieder stehen. Ja. Blechdosen. Da waren wir auch hinten. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwas nicht mitgenommen haben. Als wir den Haupteingang rein sind, konnte man auch links und rechts abbiegen. Und wir sind ja nur in eine Richtung gegangen. Jetzt sind wir schon wieder hier. Du nährst mich. Wo ist es denn? Da ist auch noch Zeug drin. Ja. Yeah. Das Zeug kann man nicht mitnehmen. Ja, sie ist in dem Raum aber auch noch nicht. Glaube ich. Noch ein Eimer.
Müssen wir, glaube ich, da hoch und dann kommen wir. Okay, da haben wir noch eine Kiste. Nein! Ah, okay. Von hier kommen wir. Da sind wir reingekommen. Und in diese Richtung sind wir nicht gelaufen. Oh.